Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch regelmäßig neue Videos von mir. Ich war mal wieder bei Action und habe eingekauft. Und was ich dort erstanden habe, das möchte ich euch natürlich jetzt zeigen. Einmal habe ich mir mitgenommen, weil es ja echt richtig günstig ist, ein XL-Deo von Rexona. Das ist diese große Variante mit 200 ml. Die normalen Anführungszeichen Deos von Rexona aus der Drogerie, da sind halt nur 150 ml drin und das ist inzwischen auch echt teuer. Ich sag mal so, 2,50 ist die normale Variante und diese, ich sag mal, super Antitranspirant-Variante kostet ja schon mal 3,15 €. Das ist wirklich teuer für ein Deo-Spray. Hier habe ich für die große Variante gerade mal 1,99 € bezahlt und ja, da habe ich mir natürlich direkt eins mitgenommen. Gab es leider nicht mehr so viel Auswahl, sonst hätte ich wahrscheinlich gleich fünf Sprays mitgenommen, weil Deo-Spray kann man gerade jetzt im Sommer definitiv immer gebrauchen. Aber falls ihr halt ein Action bei euch in der Nähe habt und gerne Rexona Deos verwendet, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Manchmal kann man da nämlich ein richtig gutes Schnäppchen machen. Ein anderes gutes Schnäppchen habe ich auch gemacht bei dieser Haarbürste. Die hat nämlich nur 1,29 € gekostet und ich habe mir gedacht, ich nehme mir mal wieder eine mit. Ich habe zwar eine richtig gute Haarbürste von Tangle Teaser, aber so langsam, sage ich mal, hat die so ihre besten Tage hinter sich. Aber ich mag diese Varianten mit diesen kurzen und langen Plastikborsten eigentlich ziemlich gerne. Ich habe auch schon eine andere, wo so niedlich Koalas drauf sind. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, für 1,29 € nimmst du dir mal eine Haarbürste mit. Ich habe das auch immer ganz gerne, wenn man zum Beispiel wegfährt und so in der Kosmetiktasche halt so seine eigene Reisebürste hat. Dann kann ich die da zum Beispiel reintun und zu Hause habe ich dann halt meine Stammhaarbürste und die ist sind zum Beispiel für unterwegs oder keine Ahnung. Es kann ja auch sein, dass meine Lieblingshaarbürste irgendwie mal verloren geht oder kaputt geht und so weiter. Dann habe ich auf jeden Fall noch eine da hier. Und wie gesagt, bei dem Preis kann man sich halt schon mal eine Ersatzhaarbürste mitnehmen. Dann habe ich mir für 49 Cent mitgenommen, beziehungsweise nicht ganz für mich, sondern das wird dann wahrscheinlich für meine Nichte sein. Die hat nämlich bald Geburtstag und die ist jetzt in dem Alter, wo man sich so langsam hier so für Mode, für Schuhe, für Handtaschen und so weiter interessiert. Dann habe ich mir gedacht, da ist doch diese Grußkarte mit hier den Damen, mit verschiedenen Fashion-Sachen irgendwie eine ganz gute Idee. Und naja, ein richtiges Geschenk kriegt sie natürlich auch noch, aber so eine Grußkarte ist ja auch immer ganz gut. Es gab auch noch ein paar andere, aber die waren irgendwie zu, ich sag mal, zu kindisch für ihr Alter. Also ich meine, sie ist ja jetzt halt schon ein Teenie und da möchte sie halt nicht irgendwie was mit Bärchen und Kätzchen und Herzchen und irgendwie sowas haben. Da habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch lieber eine Grußkarte mit, die denn auch ihrem Alter entsprechend ist. Ich glaube, das ist eine ganz gute Wahl. Kommt noch ein netter Spruch rein, vielleicht noch ein Gutschein oder irgendwie sowas. Und dann freut sie sich hoffentlich über ihr Geburtstagsgeschenk. Dann habe ich mir was mitgenommen, was bei der letzten Reise kaputt gegangen ist, nämlich hier einen Gepäckanhänger. Da hatte ich nämlich auch einen von Action, das war so eine blau-gelbe Eule, die war eigentlich sehr, sehr süß. Da konnte man den Koffer ganz gut dran erkennen. Die gab es leider nicht mehr. Also habe ich mir halt diese schwarz-weiß gemusterte Variante mitgenommen. Aber ich finde das immer ganz gut, wenn man sowas am Koffer dran hat. Es kann ja immer mal passieren, dass der Koffer verloren geht. Ich meine, mir ist das zum Glück noch nie passiert. Und ich hoffe auch, das wird mir nie passieren. Also gerade auf der Rückreise, wenn ich meine ganzen Einkäufe da drin habe, dann wäre ich wirklich sehr, sehr unglücklich, wenn mein Koffer wegkommen würde. Und dann finde ich es eigentlich immer besser, wenn man halt sowas da dran hat, wenn der jetzt wirklich im falschen Land gelandet ist und irgendwie da auf dem Flughafen, auf dem Gepäckband irgendwie seine Runden dreht und auf einmal denkt, ach Mensch, das gehört doch einer anderen Person, dann hätte ich zumindest noch mal eine Chance, dass ich den irgendwie wiederkriege. Oder wenn er irgendwie auf dem falschen Gepäckband gelandet ist, obwohl er auf dem richtigen Flughafen ist, habe ich zumindest, wie gesagt, eine Chance, dass ich da irgendwie wieder rankomme, wenn ich halt meine Adresse an dem Koffer hinterlasse. Wenn ich das nicht mache, dann muss ich ja damit leben, dass der Koffer weg ist. Ich meine, kann natürlich auch passieren, dass ja auch mit einem Schild ich den Koffer nicht wiederkriege. Aber da habe ich mir gedacht, habe ich zumindest eine Chance, dass ja mein Gepäck dann nicht für alle Ewigkeit verschwunden ist. Deswegen habe ich mir halt so einen neuen Anhänger besorgt. Wie gesagt, der mit der Eule, da ist irgendwie der Verschluss kaputt gegangen. Wahrscheinlich die Koffer werden ja vom Flughafen auch hin und her geworfen, dass es vielleicht irgendwo hängen geblieben ist. Dann ist halt ja dieser Verschluss ein bisschen aufgerissen und den habe ich nicht mehr repariert gekriegt. Aber meine Güte, das Ding hat irgendwie 30 Cent gekostet. Da kann ich mir jetzt auch mal ein neues für gönnen, das dann für die nächste Reise, je nachdem wann die dann irgendwann mal ansteht, dass ich auf jeden Fall so einen Anhänger zur Hand habe.
Dann habe ich mir mal wieder mitgenommen ein Produkt, das ich schon in Rosa und Weiß habe, nämlich hier so ein Haarhandtuch. Das ist ja im Prinzip, kann ich mir natürlich auch meine Haare einfach in einen normalen Handtuch einwickeln, aber das ist halt so richtig gut geformt, dass man, wenn man die Haare so kopfüber nach vorne bürstet, wenn man die gerade gewaschen hat, und dann kann man das in diesen, ja, wie sich so einen kleinen Turban irgendwie eindrehen, und das Material ist halt richtig schön und flauschig und weich und saugt die Feuchtigkeit total gut auf. Und da bin ich total zufrieden mit. Und ich habe das Weiße letztens aussortiert, weil da der Knopf abgegangen ist. Ja, dieses Handtuch dreht man dann so fest und befestigt mit so einem kleinen Gummiband hinten am Hinterkopf an so einem Knopf. Und dann kann man die Haare gut drin trocknen lassen. Da ist halt der Knopf abgegangen und ich habe den nicht mehr wiedergefunden. Also der wird halt irgendwo wahrscheinlich in meiner Wohnung liegen oder wurde vom Staubsauger dann irgendwann weggesaugt. Auf jeden Fall kann ich jetzt das weiße Handtuch nicht mehr so richtig verwenden, weil ich den Knopf nicht gefunden habe und nicht wieder annähen konnte. Und ich hatte noch keinen Knopf da in der passenden Größe, der den hätte ersetzen können. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, für 99 Cent nimmst du dir jetzt halt einfach ein neues Handtuch mit. Und irgendwann nach etlichen Dutzend Benutzungen kann man das ja dann auch mal austauschen. Bin ich auf jeden Fall mega zufrieden mit diesem Produkt. Ist total praktisch, kann man die Haare gut drin vortrocknen. Natürlich sind sie nicht trocken, wenn sie da rauskommen, aber ein Großteil der Feuchtigkeit wurde da rausgesaugt und dann sind die Haare halt schon fast stylingfertig. Kann man noch kurz in der Luft trocknen lassen oder ganz kurz anföhnen und dann kann man auch schon mit der richtigen Frisiererei dann loslegen. Dann habe ich mir was mitgenommen, was ich bisher in der Form hier nicht hatte, aber was ich irgendwie interessant fand. Nämlich ja für den Mülleimer so ein Dufterfrischer. Also ich habe mir meinen Müll eigentlich nicht so lange bei mir in der Küche, dass der irgendwie anfängt zu riechen. Also ich habe halt auch viel Obst und Gemüse und das bringe ich schon regelmäßig runter. Aber ich fand das irgendwie interessant, weil wenn man die Müllbeutel wechselt, irgendwie so ein richtig happy, toller, frischer Geruch hat man ja nie an seinem Mülleimer. Und das kann man irgendwie oben in den Deckel einkleben. Und dann soll man ja wie so einen kleinen Lufterfrischer-Duft da mit drin haben. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Also ich erwarte jetzt nicht, dass sich mein Mülleimer dadurch in eine wahnsinnig toll duftende Drogerie verwandelt, aber vielleicht hilft das ja so ein bisschen, dass es in der Küche halt auch irgendwie, ich meine, es stinkt bei mir nicht in der Küche. Wie gesagt, ich bringe regelmäßig meinen Müll raus, aber vielleicht habe ich da einfach noch so ein kleines angenehmes Dufterlebnis. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte und das nur 49 Cent gekostet habe ich mich einmal für die Duftrichtung Berry Blast, also nach Früchten, entschieden und einmal nach Zitronella und Zitronengras. Ich finde beides. Riecht durch die Packung auf jeden Fall schon mal relativ angenehm. Ich werde mal gucken, was ich zuerst verwenden werde und wie mir das denn letztendlich gefällt. Vielleicht finde ich das ja auch ganz fürchterlich und ich verwende es nie wieder. Aber ich habe mir gedacht, ich will das halt einfach mal ausprobieren. Vielleicht irgendwie, ja, habe ich da sozusagen noch einen kleinen Bonuspunkt für meine Küche. Dann habe ich mir mitgenommen, auch für 49 Cent, war wieder mal richtig günstiger Einkauf, fünf kleine Beutelchen, so für Geschenke und sowas. Ich bringe ja gerne den Menschen, die ich lieb habe, immer so kleine Aufmerksamkeiten mit. So ein Beutelchen mit einem Schokoladenstückchen drin oder irgendwie sowas. Und ja, ich hatte diese Beutelchen dann aufgebraucht. Da habe ich mir gedacht, nehme ich mir mal wieder so eine Packung mit. Weil natürlich sage ich nicht, hier, nimm das Geschenk raus und gib mir den Beutel zurück. Die sind natürlich dann auch sozusagen weg, die Beutel. Und gelegentlich, wenn ich halt jemanden so eine kleine individuelle Süßigkeitenpackung zusammenstelle, dann verwende ich halt solche Beutelchen. Oder die sind auch richtig gut, wenn ihr individuelle Adventskalender macht. Also das mache ich ja auch total gerne. Das habe ich ja letztes Jahr für Freunde und Familie auch gemacht, dass ich ja für jeden Lieblingssüßigkeiten und irgendwelche anderen Kleinigkeiten gekauft habe und dann Adventskalender zusammengestellt habe. Ich habe zwar auch welche, wo so kleine Pappschachteln drin sind oder einen aus Holz, wo man die auch reinfüllen kann. Aber für meine Eltern habe ich zum Beispiel einen gemacht, wo kleine Beutelchen drin waren. Und dafür kann man die halt auch richtig gut verwenden. Haben auch so ein Band, wo man das zuziehen kann. Ist also wirklich ein richtig praktisches kleines Alltagshelferlein. Ein kleines praktisches Alltagshelferlein sind zum Beispiel auch Küchenwagen und für die braucht man auch Batterien. Und deswegen habe ich mir für 99 Cent eine 6er-Packung von diesen Knopfzellenbatterien mitgenommen. Die gehören nämlich in meine Küchenwaage und auch in meine Personenwaage rein. Und gelegentlich muss man die halt mal austauschen. So viel Power haben die Dinger ja jetzt nicht. Und wenn man dann schon sieht, ah, okay, der Akkustand bzw. der Batterienstand
neigt sich langsam dem Ende zu nach ein paar Wochen. Da muss man die halt gelegentlich mal austauschen. Aktuell laufen beide Geräte zwar noch, aber ich finde es immer besser, wenn man irgendwie Batterien im Haus hat, für den Fall, dass man sie braucht, dass man auch welche zur Hand hat und nicht dann extra erstmal losfahren muss, um welche einzukaufen. Deswegen habe ich mir den für echt den günstigen Preis auch mal mitgenommen. Wirklich günstig, nämlich 1,29, war auch das Fixing Spray von Max & Moore. Das hatte ich schon mal und ich war ziemlich zufrieden damit. Also ich fand wirklich die, ja, Fixierwirkung von dem Fixing Spray war sehr, sehr gut. Also ich hatte bei so einem günstigen Preis das gar nicht erwartet. Ich wollte, habe mir einfach gedacht, ach kommst du mal, ich hatte auch irgendwie schon öfters gelesen, dass es sehr gut sein soll. Und tatsächlich, ja, waren die Versprechungen nicht so. Ich habe jetzt bestimmt das Rascheln gehört. Ich habe die nämlich jetzt mal aufgemacht, weil ich gucken wollte, wie der Pumpkopf ist, ob das so ein Sprühnebel ist oder so ein direkter Sprühstoß. Immer mal gucken. Oh, das ist ein guter Sprühnebel. Also nicht ganz fein, aber doch relativ, also nicht so nebelig, wie ich das schon von manchen Fixing-Sprays gekannt habe, aber es ist auf jeden Fall ein guter Sprühnebel, nicht so direkt. Ich mag das ja immer nicht, dass man, wenn man so Fixing-Sprays hat, wo der Pumpkopf so einen so anschießt wie so eine Wasserpistole. Das kennt ihr vielleicht auch, dass man denkt, so, ah, ich fixiere mein Make-up und da hat man auf einmal ja, so einen richtigen Strahl Wasser abbekommen. Ist hier zum Glück nicht so. Also ist angenehm. Nicht der beste Pumpkopf, den ich bisher hatte, aber auf jeden Fall ein recht guter. Ich heb nämlich die Fixing-Spray-Flaschen immer auf, wenn der Pumpkopf gut ist und fülle dann halt von Fixing-Sprays, wo man halt so angesprüht wird, das denn um. Oder eben halt auch für den Toner. Ich habe nämlich den Isana Pure Toner, der halt ja in so einer normalen Flasche kommt, wo kein Sprühkopf drauf ist. Und den fülle ich immer ganz gerne in solche Sprühflaschen um. Den kann man sich den Toner übers Gesicht sprühen. Oder zum Beispiel auch solche kleineren Flaschen kann man gut aufheben, wenn man auf Reisen ist. Dann fülle ich da zum Beispiel meinen Hitzeschutzspray und meinen Kurfestiger schon direkt gemixt ein, weil ich möchte halt nicht beide Vollprodukte mit in den Urlaub nehmen, weil dann wird der Koffer halt auch einfach irgendwann richtig voll und schwer. Und wenn ich dann halt einfach sage, okay, ich bin irgendwie eine Woche unterwegs, ich wasche mir vielleicht maximal dreimal die Haare, vielleicht auch eher nur zweimal, brauche ich halt auch nur für zweimal irgendwie meine Styling-Produkte. Und dann, ich meine, okay, die Sprühflasche ist relativ groß, aber wenn man so eine kleine hat, füllt man sich direkt ein, hat man viel Platz und Gewicht im Koffer gespart und kann dann halt auch Verpackungen wiederverwenden. Und da bin ich ja auch ein ziemlicher Fan von. Dann habe ich mir mitgenommen für meine Geschirrspülmaschine, ja, so Reinigungstabs. Das wird halt auch empfohlen, dass man das gelegentlich mal macht. Also nicht erst, wenn man irgendwie so eine richtig müffelnde Spülmaschine hat, sondern eine, die halt, wo man langsam merkt, okay, habe ich ein paar Monate nicht gemacht, tue ich mal mit rein, damit halt die Spülmaschine auch richtig schön sauber wird und gar nicht erst irgendwelche Gerüche entstehen. Habe ich halt jetzt länger nicht gemacht bei meiner Spülmaschine, habe ich gedacht, so, komm, hier irgendwie kostet 59 Cent, nimmst du dir direkt mal mit, damit beim nächsten Spülgang wird gleich einer reingetan und dann habe ich mal wieder welche auf Vorrat, damit ich das immer mal wieder regelmäßig machen kann. Weil ich mag das halt einfach, wenn alles schön sauber ist und gut riecht und auf jeden Fall so auch meine Spülmaschine davon profitieren. Und deswegen habe ich mir dieses Produkt dann einfach mal mitgenommen. Dann habe ich noch zweimal ja, was recht Ähnliches mitgenommen. Und zwar habe ich mir Pflaster mitgenommen. Einmal habe ich mir mitgenommen, ja, achtmal Blasenpflaster, haben 99 Cent gekostet. Ich hatte bei meinem letzten Urlaub mal wieder die blöde Erfahrung, dass ich mir eine Blase gelaufen hatte. Das war so gesehen nicht wirklich meine Schuld. Die Schuhe waren bequem. Ich hatte mir auch noch schöne Einlegesohlen in die Schuhe gemacht und hatte aber dann blöde Socken an, wo diese Naht, die vorne so bei den Zehen ist, genau dann an meinem kleinen Zeh war und hat, wir sind so viel gelaufen, das könnte ich überhaupt nicht vorstellen. 25.000 Schritte war der gute Durchschnitt. Hatte den ganzen Tag irgendwie auf meinem kleinen Zeh gerieben. Und ich habe das dann in der Euphorie irgendwie nicht bemerkt und hatte dann abends eine richtig fiese Blase auf dem kleinen Zeh. Und wenn sowas passiert, möchte ich natürlich dann auch versorgt sein. Also ich habe zwar gerade keine akuten Urlaubspläne, aber ich habe mir gedacht, wenn sowas ist und du irgendwie vor dem nächsten Urlaub deine kleine Reiseapotheke zusammenstellst, dann tust du nicht nur normale Pflaster rein, sondern halt auch mal ein paar Blasenpflaster. Sind hier nämlich relativ große drin, für den, ja, hinten für den Hacken und auch ein paar kleinere sind halt für, ja, wenn man irgendwie sich an der, ja, am Zeh irgendeine Blase läuft. Ich kann die Packung ja mal aufmachen. Vielleicht sehen, ah, ich habe hier eine Schere, dann kann ich das besser aufschneiden. Muss die jetzt irgendwie nicht wie so ein Barbar aufreißen. Und dann können wir ja mal gucken, ob die dann auch irgendwie klein genug sind, dass solche, ja, solche Seitenblasen auch gut behandelt werden können. Ah
Ja, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich glaube, hier so ein bisschen die Umrisse. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Fühlen sich auch gut gepolstert an, weil das ist immer so richtig blöd, wenn man halt diese Reibung dann auf dieser Blase hat und dann tut es irgendwie noch mehr weh als vorher. Habe ich mir halt, wie gesagt, vorausschauend irgendwie schon mal mitgenommen, weil ich irgendwie meine nächste Reiseapotheke zusammenstelle, dass ich dann halt Blasenpflaster bei der Hand habe, weil ganz ehrlich, zu Hause brauche ich die nicht, weil hier laufe ich bei weitem nicht so viel wie im Urlaub. Ist irgendwie mal, ja, ich versuche zwar auch hier Alltagsbewegung zu bekommen und manchmal kriege ich es auch hin, dass ich 10.000 Schritte schaffe. Ich gucke mal kurz auf meine Uhr, wie viele es heute sind. 4.400, nicht viel, ne? Also da ist noch ein bisschen was drin, ne? Aber im Urlaub, wenn man halt die ganze Zeit so auf Sightseeing-Tour unterwegs ist, ja, da kommt schon ganz schön was zusammen. Mein Schrittzähler ist wahrscheinlich immer richtig verwundert, was ist denn mit der los? Auf einmal schießt sie hier rum wie ein junges Reh und zu Hause hängt sie nur auf der Couch rum. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, für solche Fälle möchte ich dann gerüstet sein. Dann habe ich mir für andere Fälle noch mitgenommen, ebenfalls für 99 Cent, die Pflaster Family Box und 50 Pflaster drin für alle möglichen Eventualitäten. Also große Pflaster, kleine Pflaster, Pflasterstreifen, Pflaster mit lustigen Motiven drauf. Das ist irgendwie so ein Hund im Weltraum. Okay. Denke ich vielleicht jetzt nicht unbedingt an, wenn ich an eine Verletzung denke, an Hunde im Weltraum. Aber gibt es hier, wie viele verschiedene Varianten? 9 verschiedene Varianten sind drin. Also für alles Mögliche, was einem so passieren kann, habe ich auf jeden Fall jetzt genug Pflaster vorrätig. Ich meine, brauche ich nicht so oft. Also manchmal passiert das ja, dass man sich irgendwie in der Küche beim Obstschneiden oder sowas mal kurz irgendwie ein bisschen anritzt oder irgendwie sowas. Dann habe ich lieber sowas zur Hand. Aber hauptsächlich tatsächlich für irgendwelche Fußunfälle, wenn ich mir mal wieder, ja, eine Blase gelaufen habe, aber wie gesagt, lieber haben als brauchen. Und so eine Pflasterbox hält ja auch wirklich ewig. Aber ich habe mir gedacht, bei dem Preis nimmst du dir das jetzt mal einfach mit. Und ja, bin ich auf jeden Fall jetzt gut versorgt für alle möglichen, ja, Unfälle, die mir hier so passieren könnten. Das war auch schon mein Action-Einkauf. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch ein paar nette Einkaufstipps für Action geben. Wir sehen uns auf jeden Fall schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis.